Hallo, grüß euch. Ich mache heute eine Sauerrahm, in Deutschland heißt es Schmandtart. Und zwar habe ich einen Mürbteig gemacht. Entschuldigung, Mürbteig glaube ich brauche ich euch nicht mehr sagen. Das ist einfach die ganzen Zutaten zusammenkneten zu einem Teig. Und dann tut man richtig durchkühlen. Und zwar, ich lasse den eine Stunde, lasse ihn einfach immer. Eine halbe Stunde reicht auch schon, aber eine Stunde lasse ich ihn meistens immer. Dann tun wir es ein Drittel wegschneiden. Tun wir wieder in den Kühlschrank. Schauen wir, ob das. Und den tun wir ausrollen. Für Mürbteig kein Zeug, ein bisschen Mehl hernehmen, dass er nicht poppt. Und jetzt den mal so rund ausrollen, wie die Form ist. Dann mal da noch ein bisschen wegschneiden, das tue ich nachher noch dazu zum Rand. Weil mir kommt vor, das ist ein bisschen zu viel. Hole ich mir die große Palette. Braucht ihr euch nicht wundern, weil ich den so umlupfen kann. Das ist, wenn man ihn gut durchgekühlt hat. Sonst ist natürlich mit dem Mürbteig geht das nicht so ohne weiteres. Ich tue dann immer so drauf drücken. Und da schneiden wir den Rand weg. Das kriegt man alles für einen Rand auf. Es ist ein bisschen viel da, aber so ist es halt gut. Und das tun wir jetzt da reinlupfen. Du brauchst überhaupt keine Angst haben, das ist ganz ein feiner Mürbteig. Lässt sich wunderbar verarbeiten. Und einfach immer ein Mürbteig, der gehört einfach gut durchgekühlt. Jetzt noch mal ein paar Löcher reinstupfen. Und so backe ich den jetzt so ungefähr 7-8 Minuten vor. Nur den Boden. Dann tun wir ihn Rand um und dann machen wir die Schmandcreme. Das ist ganz einfach, das geht ratzfatz. Und wenn der Kuchen fertig ist, dann machen wir uns einen ganz einen guten Maracuja-Spiegel drauf. Das ist ganz was Erfrischendes. Gell? Also ich tue den jetzt ins Backerl, inzwischen richte ich das her für die Creme und für den Rand. Gell? Tschüss derweil. So, jetzt machen wir uns die Creme an. Und zwar ist das 500 ml Schmand. Oder bei uns heißt es Sauerrahm. In Deutschland gibt es die Packungen zu 200 Gramm, aber bitte 500 Gramm brauchen wir da auf alle Fälle. Gell? Sind schon mal für den Kuchen zu wenig. Den anderen außer. Ich lasse den jetzt einfach einen Moment aufkühlen und schalte aber das Backrahm circa auf 160. Dass, wenn wir einen Rand hintun, dass es nicht gar so heiß ist. Dann habe ich da einen Zucker und Zitronenschale von einer Zitronen abgegeben.
Creme. Dann tun wir 2 Eier. Ist ganz einfach. Und zwar gehäufte Kaffeelöffel Puddingpulver, wer das nicht daheim hat, einfach eine Speisestärke nehmen. Und dann tun wir es bitte so pürieren, dass keine Luftblasen drinnen sind. Schauen wir, dass wir, sechs ist mir, hoffentlich. Jetzt tun wir da einen Rand drauf. Bitte aber so zumachen, dass ja die Creme unten nicht außerrinnt. Richtig fest. Und bitte verbrennt euch nicht die Finger, weil die Form ist jetzt natürlich heiß. Das ist eh klar. Aber richtig schön zumachen, dass ja nichts daneben unten ausrennt. Das könnt ihr ruhig in kleinere Stückchen machen. Das müsst ihr nicht unter einmal. Ich mache es auch nicht unter einmal. Schön unten bitte zumachen, gell? Dass ja nicht die Creme ausrinnen kann. Das sieht man auch eh nicht mehr. Schauen wir, ob man so. Habe ich eh gut berechnet. Und wenn ein bisschen Tag übrig bleibt, weil ihr es einen dünnen Tag haben wollt, dann macht es einfach ein paar Kräckseln. Mürbeteigkrexeln, die mag jeder. Ich tue das immer. Wenn man ein bisschen Tag übrig bleibt, ja nicht wegschmeißen. Schnell ein paar Krexeln zum Kaffee. Und es ist alles super und alles verbraucht. Gell? So, ich glaube, das ist alles schön zu. Ich habe jetzt das Backerl auf 160 Ober- und Unterhitze zurückgeschalten. Wer das da ganz genau will, der muss halt genau anmessen, dass der Rand oben schön glatt ist. Ich bin jetzt so, dass ich mir das wurscht ist, wenn man sieht, dass das einfach selber gemacht ist. Gell? Und da schaue ich, ob ich das alles schön verrührt habe. Und da schütten wir das jetzt auf. Und so kommt es jetzt ungefähr 50 bis 60 Minuten in den Ofen. Und wir sehen uns wieder zum Passionsfruchtspickel. Gell? Pfiat euch dabei. So, jetzt bin ich wieder da. Der Kuchen ist ausgekühlt, den zeige ich auch gleich, weil den habe ich jetzt in den Kühlschrank gestellt. Dann habe ich da Wasser aufgestellt. Da tue ich jetzt einrühren Zucker, schreibe ich genau das Rezept ein. Und Agar-Agar. Ich mag das Agar-Agar total gern für die Spiegel, für die Fruchtspiegel. Und das lasst man wie das Gelee so eine Minute köcheln. Da habe ich das Maracuja-Püree, da tun wir Zitronensaft rein. Zitronensaft hebt immer in Geschmack.
immer wo Früchte sind, einen Zitronensaft dazu. Das ist einfach nachher noch intensiver. Da rühren wir jetzt dann, wenn es köchelt, eine Minute ungefähr. Das muss nicht so genau stimmen. Der Kuchen schaut super schön aus, werdet ihr gleich sehen. Zuerst ist so ein Kupf, gell? Da darf es bitte nicht erschrecken. Ich habe 55 Minuten drinnen gehabt, dann geht da so richtig schöner Kupf auf. Sobald es ihn raus tut und abkühlt, dann ist der ganz ewig, gell? Und so soll es sein. Und ich habe heraus auskühlen lassen, haben aber jetzt noch einfach ein bisschen in den Kühlschrank gestellt. Ist ganz ein einfacher Kuchen. Wirklich total einfach. Und das durch den Sauerrahm schmeckt er einfach irgendwie noch feiner als wir mit Topfen, muss ich jetzt sagen. Er ist einfach ein bisschen leichter von der Konsistenz. Geduld. Ihr seht das Pfandl nicht. Ich habe jetzt probiert, dass ich es da her tue, die Kamera, aber das geht nicht. Aber das, ich meine, das kann eh jeder Wasser das heiß werden lassen oder könnt ihr auch das Agar-Agar und den Zucker gleich rein tun, das spielt keine Rolle. Aber dann einfach ein bisschen köcheln lassen. Jetzt nicht weiß ich, wie ein Sprudeln, sondern einfach, wenn es einmal aufkocht, Druck schalten und einfach eine Minute köcheln lassen. Jetzt kommt es, jetzt kocht es. Gleich. Das ist der Unterschied zwischen Gelatine und Agar-Agar. Ich sage es immer wieder, ich mag Agar-Agar sehr gern. Das ist auch für Vegetarier. Müssen wir drüber schalten. Das wird aus Algen gewonnen und die Gelatine wird aus Rindsknochen gewonnen. Und Agar-Agar finde ich, das muss man kochen und die Gelatine verliert die Wirkung, wenn man sie kocht. Das ist der Unterschied. Aber ich finde, dass der Fruchtspiegel schöner zum Schneiden geht, der nicht so gummiartig ist er mit Agar-Agar als wir mit Gelatine. Und darum mache ich einen Fruchtspiegel immer mit Agar-Agar. Kennt es natürlich auch mit Gelatine, aber wie gesagt, Agar-Agar ist einfach. Das tun wir dann da reinschicken. Das verwenden wir. Und jetzt auch gescheit, wenn man es ein bisschen auskühlen lässt. Aber ja nicht anziehen lassen. Es geht bei Agar-Agar viel schneller wie bei Gelatine. Und da müssen wir einfach ist fast noch ein bisschen zu warm, weil sonst die untere Schicht vom Kuchen sich auflöst. Wenn man das jetzt draufschüttet und es ist zu warm, dann löst sich das auf und oben haben wir im Spiegel das Weiße vom Sauerrahm. Deshalb warten wir jetzt 2 Minuten oder 5 Minuten und dann tun wir es drüber. Gell? Ich bin gleich wieder bei euch. So schaut der Kuchen aus, der hat oben noch einen Rand und da schüttet man jetzt einfach den Spiegel drauf. Und ab in den Kühlschrank. Torte ist fertig. Ich tue sie noch schön dekorieren und
mache ein Foto und stelle es ins Netz. Aber jetzt lasse ich würde ja sagen, das Agar zieht wesentlich schneller an als die Gelatine. Also das ist in einer halben Stunde oder was ist das schon fest. Da kommt es schon schnell. Der Kuchen ist wetschen einfach, das muss ich jetzt echt sagen, überhaupt kein Problem und schmeckt hervorragend. Also macht es noch, wenn ihr Lust habt, kann man auch schön dekorieren und es schaut immer schön aus. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Pfiat euch!